Wie lange habe ich ohne Ton aufgenommen? Okay. Das war schlecht. Ach, Mann. Wie lange habe ich jetzt ohne Ton aufgenommen? Ich war auf dem Mute-Knopf. Ich habe es gerade gemerkt. Ich bin auf dem Mute-Knopf. Ach. Ja, never mind. Ich lade es trotzdem hoch. I don't care. Also, ich kehre schon, aber... Ja. Kein Kommentar. Okay. Venezuela. Panama. Ist dunkler, oder? Ja. Oh Gott, was ist denn da alles? Kuba? Ist bestimmt irgendwas da. Irgendwas da. Was ist denn da alles? Nicaragua ist da auch, glaube ich. Nicaragua. Ah, das war's sogar. Stark. Ja, moin. Ihr hört mich jetzt. Endlich. Ich habe am Anfang des Videos erklärt... Ach, es ist... Wow, ey, es ist zum Kotzen. Ich habe am Anfang des Videos erklärt, warum ich jetzt das aufnehme anstatt Things. Und zwar, das hier, die Sachen hier, die sind weg nach einem Tag. Die kann ich nur jetzt spielen. Und Things kann ich halt immer wieder spielen. Also wenn ich Things mal 2 Tage nicht aufnehme, habe ich effektiv nichts verpasst. Hier verpasse ich halt was, das ist ärgerlich. Und gerade das Nerdle möchte ich schon gerne täglich machen. Habe ich sonst irgendwo was Spannendes gesagt? Hier wurde ich gefragt, warum ich über die Maus die Sachen eingebe. Deswegen, weil wenn ich es mit Tastatur mache, drücke ich manchmal zu schnell manche Tasten doppelt und dann wird es ja als zusätzlicher Guest gezählt. Deswegen habe ich es gelassen. Habe ich hier irgendwas Spannendes erzählt? Ich meine, ich habe halt ein bisschen rumüberlegt. Aber viel habe ich nicht Spannendes. Weiß ich jetzt nicht mehr. Keine Ahnung. Habe ich hier irgendwas Spannendes erzählt? Eigentlich auch nicht. Da habe ich halt auch ein bisschen rumprobiert. Ja, hier hat es mich sehr gefreut, dass mein Riff dafür gesorgt hat, dass ich hier das EFF bekommen habe. Das war ganz cool. Aber ansonsten... Ach ja, und dass zum 3. Mal Frail oder zum 4. Mal Frail vorkommt. What the hell? Die Datenbank scheint nicht sonderlich groß zu sein. Es kommen so oft die gleichen Wörter vor. Weiß ich nicht. Bisschen demotivierend. Ansonsten, ich hatte eine Zeit lang hier angefangen, aber da hatte ich keine große Idee. Und am Ende war es jetzt sowas wie Poppy. Ja, okay, 3P. Naja, naja. Gut. Ja, dann haben wir Nerdle gespielt. Und jetzt haben wir Global gemacht. Und ab da hab ich den Ton wieder. Ach, es ist zum Kotzen, ganz ehrlich. Ach, sowas nervt mich. So. Wir starten wieder mit Gen 4. Ich nehme Palkia, weil ich es kann. Falsche Gen, falsche Höhe, falsches Gewicht. Aber wir gehen nach unten wieder. Dann gehen wir in Gen 2 nach Mahuthut. Ich glaube, das ist so ein Standardanfang von mir jetzt einfach. Okay, es ist Gen 3 mal wieder. Es ist Gen 3 mal wieder und das Pokémon ist kleiner als Huthut. Okay. Aber schwerer als Huthut und leichter als Palkia. Ja gut, okay, leichter als Palkia ist nicht so schwer. Okay. Aber kleiner als Huthut, kleiner als 0,7. Und Gen 3. Gut. Noch können wir ja relativ viel einfach probieren über die ganzen Dings, die wir haben, ne? Über die ganzen... Oh, das ist sogar noch leichter als Huthut. Über die ganzen Typen wollte ich sagen. Können wir noch viel probieren. So. Das ist auch nicht schwerer wie Huthut. Flying ist schon raus. Okay, dann ist es kein Pokémon mit P am Anfang. Dann nehmen wir jetzt mal O. Da kommt gar keine Gen 3. Gibt es? Okay, Gen 3 hat kein Pokémon, was mit O anfängt.
Faszinierend. Okay. I. Das ist. Ja, das ist auch leichter wie Hoothoot und damit auch raus. U. Kein Gen 3 Pokémon. Z. 17,5 ist zu klein. Das ist zu groß. Oh, das war es auch schon wieder mit Gen 3. T. Gen 3 fängt hier an. Die sind alle... Hoothoot ist ganz schön schwer, wenn man das jetzt so mal sich anschaut, ne? Okay, das hat man noch nicht. Das können wir ausprobieren. 80,4. Ja, das wäre auf jeden Fall möglich. Das wäre auf jeden Fall aktuell erstmal möglich. Okay, so. Richtige Gen. Und immer noch nicht richtige Höhe. Es ist noch kleiner als 0,5. Okay, das macht es schon leichter, weil so viele kleine Pokémon wird es nicht geben in den Gens. Würde ein Käfer vielleicht sein dann oder sowas. Aber trotzdem schwerer als 21,2. Das macht es halt interessant. Also klein, aber schwer. Okay, wir bleiben mal noch bei T. Nachdem es das ja gerade nicht war. Kleiner als 0,5. Aber schwerer als 21. Ah, ich bin schon raus bei Gen 3, okay. Dann R. R, R, R. Die sind alle zu groß. Ne, da ist es auch nicht dabei. E. Ne, da ist es auch nicht dabei. W. Ne, da ist auch kein kleines Pokémon. Q. Da ist auch kein Pokémon. A. Gen 3. Oh, hier ist was Kleines. Haben wir Stahlrock schon weg? Das ist sehr klein, aber 60 Kilogramm, damit wäre es dabei. Steel und Rock ist noch am Start. Let's go. Nice. Okay, das will ich jetzt sehen, das Viech. Aaron. Dich will ich jetzt einmal kurz sehen, Aaron. So, und ich möchte nicht über STRG F suchen. Ich weiß, dass STRG F das Suchding ist. Ich will so ein bisschen erkunden. Und wo Gen 3 ungefähr ist, wissen wir ja. Also nach 250 muss das kommen. Und da muss jetzt irgendwo Aaron vorkommen. Ich muss bei den englischen Namen gucken. Sonst ist es nicht dabei. Stolunior. Ah, okay, okay, okay. Stolunior. Ja, okay, du siehst schwer aus, aber bist klein. Alles klar. Haben wir das auch geklärt. So, dann hattet ihr jetzt noch ganze 8 Minuten meine Stimme. Herzlichen Glückwunsch, danke fürs Zuschauen. Ich erschieße mich oder so. Keine Ahnung. Und tschüss.